Wie kann es sein, dass meine Drillinge so unterschiedlich sind? Kann mir das mal jemand erklären? Da haben wir einmal meinen Adam. Der kleine süße Nerd würde am liebsten den ganzen Tag nur ein Buch nach dem anderen verschlingen und alles über unsere Welt herausfinden. Christopher hingegen möchte auffallen. Er redet in letzter Zeit immer davon, dass er Schauspieler werden will. Er möchte auch immer mit seinen Brüdern an seinen Fähigkeiten üben. Aber die interessiert das eher weniger. Und was Tayo betrifft, der befindet sich noch ein wenig in der Schwebe. Er meint auch, dass er berühmt werden möchte. Und wenn ich ihn dann frage, womit, dann rollt er nur mit seinen Augen. Aber das ist vermutlich die Pubertät. Es ist Montag, 8 Uhr und der erste Tag an der Highschool für unsere Drillinge startet jetzt. Christopher und Tayo stehen noch vor der Schule und blödeln ein wenig miteinander rum. Und unser Adam, der kann es natürlich kaum erwarten, sich weiter um seine schulische Laufbahn zu kümmern. Als erstes muss er tatsächlich schon mal gleich für Prüfungen lernen. Vermutlich einfach, weil er hochbegabt ist und schon viel, viel weiter als seine Klassenkameraden. Deshalb setzt er sich natürlich gleich mal an den Computer und wird für Prüfungen lernen. Ich weiß nicht genau, was Tayo hier macht. Aber ich glaube, er möchte dieses Mädchen beeindrucken. Besagtes Mädchen ist Ansley Price. Er wird sich einmal bei ihr vorstellen und ich hoffe sehr, die beiden sind nicht verwandt. Denn wenn wir uns diesen ewig langen Stammbaum ansehen und ein wenig zurückgehen, nämlich zu unserer Emma Walter, dann sehen wir, sie hat eine Tochter namens Daisy Potter Price, denn gemeinsam mit Sydney Potter Price hat sie zwei Kinder bekommen, einmal Titan und einmal Paprika. Aber das Mädchen, das Tayo gerade kennengelernt hat, ist hier nicht dabei. Sehr gut, dann kann er sie ja gleich weiter beeindrucken. Er wird ihr einmal Respekt zeigen und einfach sagen, du hast wirklich ein tolles Outfit an. Das passt einfach perfekt für die Schule, sieht auch gar nicht so aus, als würdest du gerade auf eine Party gehen. Aber dann muss er sich auch mal auf den Weg in die Klasse machen. Die beiden scheinen sich aber schon gut zu verstehen. Und ich finde, sie ist sehr, sehr süß. Natürlich ist das ein absolut wildes Outfit für die Schule. Also möglicherweise ist sie ja nicht der allerbeste Einfluss. Aber das werden wir noch sehen. Eine Person vermisse ich hier in der Schule leider. Und zwar ist das unsere Baby Coco. Aber möglicherweise geht sie mittlerweile ja auch auf eine Privatschule. Christopher wird ihr auf jeden Fall mal eine SMS schicken und einfach fragen, Coco, hast du etwa die Schule gewechselt? Noah hat mir noch erzählt, dass er dich vor seinem Abschluss kennengelernt hat. Aber jetzt bist du einfach nirgends zu finden. Ich hätte nämlich wirklich gerne, dass die beiden mal wieder etwas zusammen unternehmen. Aber heute Nachmittag geht es leider nicht. Denn heute feiern wir einen ganz besonderen Geburtstag. Und zwar wird unsere kleine Cinder schon zum Kleinkind. In der Mittagspause wird unser Tayo nochmal versuchen, ein wenig Smalltalk mit Ansley zu führen. Unauffällig hat er sich direkt gegenüber von ihr hingesetzt und angefangen, mit ihr zu reden. Aus irgendeinem Grund ist sie aufgestanden und nun hat sich Epiphany hier hingesetzt. Ich weiß nicht, ob sie so interessiert an ihm ist, aber er kann es ja einmal ein bisschen weiter probieren. Die beiden werden über Interessen sprechen und dann wird er einmal vom Erwachsenwerden schwärmen. Und die Schulklingel hat die beiden in ihrem Gespräch unterbrochen. Wie gesagt, eigentlich verstehen sie sich recht gut, aber dass sie jetzt so abrupt aufgestanden ist, als er mit ihr sprechen wollte, das könnte natürlich schon ein Wink mit dem Zaunpfahl sein. Übrigens ist Adam die ganze Mittagspause über allein in der Klasse geblieben und hat am Laptop in Foren provoziert. Also alles ist wie immer, unser kleiner süßer Nerd findet leider keinen Anschluss. Ich hoffe wirklich für ihn, dass sich das bald bessert. Und den ersten Tag der Highschool haben die Drillinge erfolgreich hinter sich gebracht. Und Christopher hat in 30 Minuten auch gleich Theater-AG. Und bevor Christopher zu Theater-AG aufbricht, wird er noch schnell Coco anrufen. Hi Coco, wie geht's dir? Ich muss sagen, ich finde es so schade, dass wir nicht auf die gleiche Highschool gehen. Und Coco wird jetzt antworten, naja, wie du weißt, zu Hause bei mir ist alles immer ein bisschen kompliziert, aber sonst geht's mir gut. Wollen wir uns heute vielleicht nach deiner Theater-AG treffen? Und Christopher antwortet nun,
Heute ist leider blöd, aber wie wäre es mit Mittwoch? Wir könnten doch zusammen einkaufen gehen. Und das lässt sich Coco natürlich nicht zweimal sagen. Immerhin möchte sie ganz, ganz dringend neue Klamotten haben. Und wieder in Windenburg angekommen, kümmert sich unsere Snow gerade um die kleine Cinder. Und dann muss sie sich dringend mal um das Haus kümmern, denn es sieht alles schrecklich aus und überall ist schmutziges Geschirr. Und das mag unsere Snow natürlich gar nicht. Eigentlich wollte Snow Cinder ins Gitterbett legen, aber sie ist hier am Boden eingeschlafen. Und das ist natürlich der perfekte Moment, in dem sie schnell einen Geburtstagskuchen backen kann. Wie immer, also wie in gefühlt jedem Part, gibt es natürlich eine Schokotorte. Übrigens, bevor wir die Party starten, wenn du gerne mehr Videos von mir sehen würdest, schau auf jeden Fall auch auf meinem Stream-Kanal vorbei. Dort gibt es nämlich noch 2 Sims 4 Let's Plays von mir, die wöchentlich weitergehen. Erstens spielen wir als Poseidon in Sulani und zweitens haben wir uns auch an eine Challenge im Mittelalter herangewagt. Während unser Tayo hier am Tisch sitzt und sich versucht, auf seine Hausaufgaben zu konzentrieren, muss er immer wieder an Ansley denken. Er fand, sie sah in ihrem Kleid so unglaublich wunderschön aus, dass er jetzt sein Handy zückt und sie gleich mal auf Sozialhase heraussuchen wird. Und dann wird er sie gleich mal mit einer freundlichen Nachricht anschreiben. Ansley, hast du mal darüber nachgedacht, Gitarre zu lernen? Ich glaube, du rockst. Für Christopher war die Theater-AG so anstrengend, dass er sich gleich mal ins Bett legen musste. Aber nun haben wir keine Zeit, um zu schlafen. Die ganze Familie versammelt sich jetzt in diesem Moment hier in der Küche. Und Snow wird ihrer Tochter dabei helfen, die Geburtstagskerzen auszublasen. Alles Gute zum Geburtstag, Cinderella. Ich würde sie gerne anhänglich machen, einfach, dass sie sehr schüchtern ist und sehr an ihrer Familie hängt. Natürlich ist es dann nochmal tragischer, wenn man dran denkt, dass ihre Eltern beide sehr, sehr bald von uns gehen werden. Aber so ist nun mal dieses Märchen. Und hier haben wir unsere zuckersüße Cinderella. Wie euch sicher sofort aufgefallen ist, sie ist blond. Im letzten Part habe ich euch nämlich gefragt, ob wir sie blond machen sollen und auch sonst sehr stereotypisch nach Cinderella stylen. Eben das legendäre blaue Kleid und eine blaue Schleife im Haar. Und die meisten von euch waren da auch dafür. Natürlich hat sie sich jetzt als Kleinkind die Haare nicht blondiert. Sagen wir einfach, die dunklen Haare davor waren so ein Babyflaum. Und drunter sind eben helle, blonde Haare nachgewachsen. Während die anderen weiter Geburtstag feiern, steht Snow daneben und singt ihren Kindern etwas vor. Mittlerweile hat sie schon Singfähigkeit Level 9 erreicht. Die erste Generation kommt langsam, aber sicher zu einem Ende. Bevor wir aber mit der zweiten starten, möchte ich als Übergang noch ein Spin-off mit den Jungs machen und ihre Zukunft ein wenig gestalten. Falls du also Ideen, Vorstellungen oder Wünsche für einen der Jungs hast, schreib es mir jetzt in die Kommentare. Zu Hause wird es immer schlimmer. Je älter Ryan wird, desto mehr realisiere ich, wie Mom ihn bevorzugt. Er bekommt alles. Sie hat sogar ihren kompletten Yogaraum umgebaut, um für ihn ein Zimmer zu machen. Mein Zimmer soll dann ihr neuer Entspannungsraum werden, wenn ich erstmal ausgezogen bin. Findest du, du bist nicht alt genug für eine eigene Wohnung? Das fragt sie mich jeden Tag. Ich habe doch noch nicht mal die Schule abgeschlossen. Und sie will mich schon rauswerfen. Was ist das für eine Mutter? Wir haben nun Dienstagnachmittag und sind mit unserer Coco in Copperdale. Heute Morgen hat sie sich mal wieder unglaublich mit ihrer Mom gestritten und deshalb möchte sie auf keinen Fall nach Hause. Und deshalb hat sie Christopher angerufen. Coco und Christopher sitzen nun hier im Bubble Tea Laden und das Erste, was unsere Coco machen wird, sie wird mal über ihr unfaires Leben jammern. Denn wie wir alle wissen, ihre Mom macht es ihr wirklich, wirklich, wirklich nicht einfach. Und als wäre das nicht schon genug, wird das Ganze nur noch schlimmer, je älter ihr Bruder wird. Der kleine Ryan II. Ist nämlich ein gemeines Kind und kommt wirklich ganz
ganz und gar nach seiner Mutter. Und dass das nicht unbedingt gut ist, das wissen wir mittlerweile, glaube ich, alle. Danach können die beiden sich noch ein bisschen kennenlernen und Coco wird einfach sagen, tut mir wirklich leid, ich weiß, ich nerv dich sicher schon mit meinen ganzen Sorgen zu Hause. Ich würde mich so gerne ablenken. Hast du irgendeine Idee, was wir machen könnten? Und wie wir alle wissen, Christopher interessiert sich ja sehr für Mode. Deshalb hat er eine ganz genaue Idee, was die beiden hier machen könnten. Denn im oberen Stock gibt es hier einen Secondhand-Shop und Christopher wird sie dazu ermutigen, einen eigenen Fashion-Look zu kreieren. Die liebe Cinderella hatte nämlich die Idee, dass unsere Coco sich in einem Secondhand-Shop neue Klamotten sucht. Denn das, was sie bisher trägt, hat ja alles ihre Mom ausgesucht. Und davon ist sie ja alles andere als begeistert. Und für dieses Outfit hat sie sich schlussendlich entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass Christopher nicht ganz so begeistert davon ist, aber es ist das erste Mal, dass sie sich selbst was aussuchen kann. Und sie liebt Katzen immerhin über alles. Deshalb lässt Christopher sich nichts anmerken und sagt, ja Coco, das sieht einfach toll aus. Das solltest du ab jetzt auf jeden Fall immer und überall tragen. Und deshalb wird sie sich natürlich auch gleich umziehen. Oh, sie sieht ja sowas von cute aus. Dann wird sie sich gleich mal selbst bewundern. Denn zum ersten Mal kann sie endlich etwas tragen, in dem sie sich zu 100% wohl fühlt. Ein wenig später sitzen die beiden hier noch draußen auf der Bank und beginnen über ernstere Themen zu sprechen. Christopher erzählt Coco von seinen Träumen, Schauspieler zu werden. Er möchte nach Del Sol Valley ziehen. Er möchte ganz groß rauskommen. Und weil die beiden sich so gut verstehen, fragt er sie einfach, möchtest du nicht mitkommen? Wir könnten zusammen in eine WG ziehen. Das würde sowas von cool werden. Und auch für Coco klingt das nach der perfekten Möglichkeit für eine bessere Zukunft. Und deshalb meldet sie sich sogleich auch für die Theater-AG an. Denn wer weiß, möglicherweise passt das ja auch zu ihr. Und die beiden können zusammen als berühmte Schauspieler die Welt erobern. Schreibt mir eure Meinung dazu gern in die Kommentare. Ich kann nicht schlafen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass etwas Schreckliches passieren wird. Ich habe Angst.